Der Hühner hat vor einer Minute noch zu uns gesprochen. Und jetzt tritt er ihn. Sogleich tritt er ihn mit Füßen und den Bürgermeister auch noch. Bürgermeister, ich muss mit dir reden. Ich muss mit dir privat reden. Komm, schnell. Okay. Erkennst du nicht die Gefahr von Benjamin? Erkennst du nicht die Gefahr, die er uns stellt? Ja, doch. Der Hühnergott hat uns selber angesprochen. Ja. Er betrügt uns und will die Hühner umbringen. Das ist definitiv eine Gefahr für uns. Ich finde, Benjamin muss verbannt werden. Ich bin auch dafür. Er hat nichts in diesem Land zu suchen. Ja. Er hat unseren Gott gedemütigt. Er hat unseren Gott mit Füßen getreten. Seine stinkigen Entenfüßen. Ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir ihn bannen. Ich bin sehr enttäuscht von ihm. Wollen wir es ihm sagen? Er ist sein Freund. Er muss verbannt werden. Schicken wir ihn. Ja. Siehst du die Macht des großen Chicken Gottes? Oh mein Gott, der Chicken Gott, er wollte es so. Er wollte es so. Wir müssen ihn verbannen, um den Chicken Gott Gutes zu tun. Ich werde im Namen des Chicken Gottes mit ihm sprechen, weil ich bin der Prophet des Chicken Gottes, so wie alle wissen. Du bist der Prophet. Du bist unser Prophet. Ich bin der Prophet des Chicken Gottes. Du bist unser Prophet. Sag du es ihm. Ich stehe hinter dir, mein Bruder. Benjamin. Ich muss mit dir reden. Wir haben entschlossen, dass du im Namen des Chicken Gods... Schau uns in die Augen, während wir mit dir sprechen. Ich und der Bürgermeister haben im Namen des Chicken Gods entschieden, dass du verbannt werden musst. Pack deine Sachen und geh. Red du mit ihm. Benjamin, it's me. Du hast unseren glorreichen Gott, unseren glorreichen Chicken Gott, mit deinen Füßen getreten. Du musst jetzt gehen. Ich verbanne dich aus unserem Dorf. Was ist, wenn ich mich weigere? Du weigerst dich? Denk nicht, dass du dich gegen das ganze Dorf weigern kannst. Verlasse unser Dorf, verlasse Chicknovel und kehre nie wieder zurück. Schande über dich. Ich werde wiederkommen. Jonas. Hey, komm rein. Jonas, ich brauche deine Hilfe. Wieso denn? Ich wurde aus dem Dorf gebannt, da ich dem heiligen Chicken Gott nicht gedient habe. Warte, was? Du wurdest gebannt? Ja, und jetzt brauche ich deine Hilfe, um mich zu rächen. Ich möchte das Dorf zerstören und sie alle töten. Für ein weiteres Dorf, das besser ist und stärker. Wieso genau sollte ich dir helfen? Ist es dir nicht aufgefallen? Du wurdest immer ausgeschlossen. Du warst immer das einzelne Kind am Rande. Niemand wollte mit dir was zu tun haben. Hä? Nein? Doch. Doch. Falls du denn in meine Hände bist. Du weißt, wo du mich finden kannst.